ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, heute möchte ich mit euch Amerikaner backen. Sie sind mega lecker, mega fluffig. Ich freue mich schon bestimmt 2 Wochen lang auf Amerikaner und bin nie dazu gekommen. Und heute habe ich sie gebacken und habe sie für euch verfilmt. Ja, schaut mal. Mega, mega lecker und fluffig. Ich mache mal eine auf. Schaut mal. Sind wirklich nicht zu trocken und richtig lecker. Die vergehen auf der Zunge. Super lecker. Ich habe euch einen Trick verraten in meinem Filmchen. Probiert es aus. Sind wirklich lecker. Und ihr könnt Kinder mit einbeziehen. Ja, wie ich meine Amerikaner gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Meinen Backofen habe ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze schon vorgeheizt. In unserem Mixtopf fügen wir jetzt 100 Gramm weiche Butter, 2 ganze Eier, 80 Gramm Zucker, etwas Vanillepaste, wer keine Vanillepaste hat, kann natürlich auch 1 bis 2 Teelöffel Vanillezucker nehmen, eine Prise Salz und etwas Zitronenabrieb. Ich habe jetzt hier noch eine halbe. So. Und diese Zutaten werden wir als allererstes 3 Minuten auf Stufe 3 aufschlagen. Also 3 Minuten. Als nächstes fügen wir jetzt 80 Gramm Milch und mein Trick noch 20 Gramm Öl, Speiseöl dazu. Die habe ich schon hier mit reingegeben. Also 80 Milch, 20 Speiseöl sind jetzt da drin. Werden wir jetzt kurz so 20 Sekunden auf Stufe 3 nochmal verrühren. Dann kommen 250 Gramm Weizenmehl dazu. Also ich habe jetzt 550er, ihr könnt auch 405er nehmen. Also 250 Gramm. Päckchen Vanillepuddingpulver. Und 2 Teelöffel Backpulver. So. Diese Zutaten werden jetzt 15 Sekunden auf Stufe 3,5 vermischt. Und unser Teig ist schon fertig. Ich schaffe hier jetzt schnell Platz. So, ich habe jetzt mein Backpapier, mein Backblech mit Backpapier schon ausgelegt. Hier in meinem Gläschen habe ich eine. Natürlich, ich finde, man kann es auch mit Teelöffel oder Esslöffel nehmen, dass man kleine Häufchen macht. Aber ich finde es mit einem Spritzbeutel und einer Tülle kriegt man schöneres Ergebnis. So, ich werde jetzt meinen Teig in meinen Spritzbeutel füllen und habe meine größte Tülle genommen. Das ist eine 14er. Und da werde ich jetzt den Teig hineinfüllen.
Ja, ich tue jetzt die kleinen Zipfelchen mit einem feuchten Löffel runterdrücken. Ich zeige es euch gleich. So sehen sie jetzt mal aus. Und die werde ich jetzt circa 15 Minuten, vielleicht so nach 13 Minuten mal reinspiegeln. Circa, ja, plus, minus. Gucken, wie weit meine Amerikaner sind. Backen sie nämlich zu lange, werden sie nämlich trocken und das möchte ich jetzt nicht. Ja, und jetzt ab in den Backofen. In der Zeit mache ich mein zweites Backblech fertig. Ja, mein erstes Blech ist gerade aus dem Ofen gehüpft. Ich zeige es euch mal. So sieht es aus. Also ich habe sie wirklich 13 Minuten drinnen gelassen. Das ist jetzt die Unterseite. Die obere. Und wir werden jetzt praktisch die untere, die flache Seite, mit einer Puderzuckerglasur bepinseln. Und dann könnt ihr Streusel drauf geben oder verzieren oder lasst die Kinder verzieren. Das ist eure Fantasie. Freien Lauf gelassen. Ja, für den Zuckerguss werde ich den Zucker nicht im Thermomix malen, weil ich finde, der wird dann nicht ganz so fein, wie es so wirklich ein Puderzucker ist, sondern er wird ein bisschen grieselig. Ich werde jetzt so 200 Gramm Puderzucker mit etwas Milch, damit es schön weiß ist, und etwas Zitronensaft praktisch sämig rühren. Ja, das mache ich jetzt mal. Ich mache das so Pi mal Daumen. Da. Puderzucker hinein. Milch und Zitronensaft. Hier gibt es auch den Zitronensaft, das ist Saft einer halben Zitrone dazu. Damit es doch etwas zitronig schmeckt, und dann gebe ich Milch dazu. Also wirklich nicht viel, sondern ja, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Wenn es dann doch zu flüssig ist, gebe ich noch Puderzucker dazu. Das geht ja ruckzuck. Mein Mixtopf habe ich ja schon gespült. Den mache ich jetzt nicht extra. Ja, jetzt ist perfekt. Schaut mal. Und vielleicht gebe ich noch ein bisschen, glaube ich. Doch, ich gebe noch ein bisschen was dazu. Aber jetzt passt's. Schaut mal. Jetzt werde ich die Unterseite von unseren Amerikaner damit einfach bestreichen. Ihr könnt auch einen Pinsel nehmen. Ich nehme da ganz einfach jetzt den Löffel dazu. Ja, wenn jetzt Kinder mitgeholfen haben, können sie es praktisch mit Streusel verzieren, antrocknen lassen. Ja, Amerikaner bitte nicht aufeinander stapeln, weil die kleben doch etwas zusammen. Ja, ich mache jetzt meine komplett fertig und dann
freue ich mich schon aufs Kaffee. Ihr seht, geht wirklich ruckzuck. Kinder können da sogar mithelfen. Wer keinen Spritzbeutel benutzen will, man nimmt einfach Teelöffel. Geht genauso. Ich finde es halt mit dem Spritzbeutel schöner. Jo, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Macht es nach. Schreibt mir doch in die Kommentare, wie bei euch die Amerikaner angekommen sind. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.